Sweet, sweet Gwendoline, du bist nicht nur das Opferlein. Und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video hier auf Lord Gamgam Full The Other Side of Movies. Ja, und ihr seht es schon, heute wird es wieder sehr speziell mit einem Film, den es zuvor noch nicht mal offiziell auf DVD gab. Es gab davon Bootleg-Veröffentlichungen, mehr allerdings auch nicht. Und jetzt hat Camera Obscura Gwendoline in 4 Mediabook Cover-Varianten veröffentlicht. Der Film ist natürlich berühmt-berüchtigt, vor allem deswegen, weil er halt auf einer Comicfigur, und zwar Sweet Gwendoline, des Bondage-Künstlers John Willie basiert. Und nicht nur die Ärzte zu ihrem Lied Sweet, Sweet Gwendoline inspiriert hat, die haben damals auch quasi das Konterfei von der Gwendoline übernommen, wie sie halt gefesselt ist, aber das hat damals auch einige Probleme halt bereitet, und deswegen wurden die Eintrittskarten der Tour aus dem Jahr 1987 wegen dieses Motives durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Und 1993 hat dann halt der Ärztegrafiker Schwabel halt so eine Art Skelettversion dann von Gwendoline gezeichnet. Und ansonsten ist natürlich dieser Film auch noch berüchtigt, weil halt der Soundtrack halt, der auf Schallplatte damals rauskam, auch halt wegen einem sehr ansprechenden Motiv halt mit zwei gefesselten Damen, leicht bekleidet halt dann auch einkassiert wurde und vom 28.02.1985 bis zum 29.01.2010 auf dem Index stand. Der Film selber stand nie auf dem Index. Es gab natürlich auch eine um gut 17 Minuten gekürzte Version. Hier in diesem Mediabook ist natürlich die Unrated-Fassung enthalten. Und hier mit der guten Tawny Kittian. Ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Die ist leider letztes Jahr am 7.05. verstorben, gerade mal im Alter von 59 Jahren, und spielt hier sozusagen die masochistisch veranlagte Sweet Gwendoline, die sich gerne fesseln lässt und sich halt in missliche Situationen bringt, also wie man es halt aus dem realen Leben halt so kennt. Und zur Einstimmung habe ich mir dann auch erstmalig den Trailer gegeben, und ich muss sagen, das ist wirklich, das muss man in der Sammlung haben. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen, so ein Abenteuerfilm, ja, im Dschungel, und dann haben wir so mit Lack bekleidete Amazonen, ja, die manchmal so nur einen halben BH oder so tragen und die sich da miteinander bekämpfen oder so. Also wirklich ein sehr, sehr wilder Film, muss ich sagen. Ist es natürlich eine französische Produktion, sowas darf man natürlich von den Amerikanern nicht erwarten, aber holy moly, ich bin wirklich froh, dass Camera Obscura jetzt quasi mit dieser Veröffentlichung die Lücke schließen. Ja, es gibt insgesamt 4 Mediabook-Varianten, Cover D, die gibt es nur im Shop, diese auf 22 Stück limitiert. Ansonsten habe ich mich mit den Limitierungsnummern nicht wirklich großartig auseinandergesetzt, weil die sind hier auch nicht angegeben. Der Film selber wurde auch mal neu geprüft, hat jetzt eine Freigabe ab 16, liegt hier komplett ungeschnitten vor, und es wäre sicherlich auch ein Titel gewesen, der hätte auch bei Wicked Vision rauskommen können oder bei Koch Films, ja. Also da hätte es sicherlich das ein oder andere Label gegeben, was diesen Film sicherlich auch gerne veröffentlicht hätte. Aber ich bin ehrlich, ich bin froh, dass Camera Obscura sich jetzt dieses Films angenommen hat. Ja, und ich bin eigentlich mit deren Veröffentlichungen sehr zufrieden, weil die bringen jetzt auch nicht so viel raus. Die letzte war Blue Sunshine gewesen, davor hatte ich mir X-Drama zugelegt gehabt. Ja, alles wirklich sehr, sehr gelungene Veröffentlichungen. Für knapp 30 Euro kann man hier eigentlich nicht meckern, und hier auch mit meinem favorisierten Motiv, wobei ich sagen muss, das Cover B-Motiv, ja, was damals die indizierte, also die Schallplatte halt zur Indizierung quasi bewogen hat, ja. das hat mich auch dazu gesagt, aber ich muss sagen, das fand ich hier wirklich sehr, sehr ansprechend, ja. Die endgültige erotische Erfahrung, natürlich hätte man den roten Balken hier weglassen können, ja. Vor allem, wenn man denkt, dass die Ausgabe Nummer 140 dieses Comics, also der Vorlage, auch auf dem Index gelandet ist. Ja, da weiß man ganz klar, was man hier erwartet. Und hinten natürlich ist das Ganze quer, ja, von der Gestaltung her, mit einer sehr ausladenden Inhaltsangabe. Ja, und dann natürlich hier noch eine kleine Synopsis. Hier ist nochmal die kleine Angabe, dass das Cover C ist. Hier haben wir natürlich ein paar Szenen, Bilder, auch eine aufgespießte Dame, wirklich einiges an Nacktheit gibt es zu schauen. Also der Trailer hat schon nicht damit gegeizt, muss man sagen. Also da
Wurde sehr viel Holz vor den Hütten präsentiert, ja, und natürlich auch was die Extras hier angeht, kann man absolut nicht meckern. Hier ist wirklich eine Menge drauf. Das ist natürlich das Tolle an so älteren Filmen, diese ganze retroperspektivischen Extras. Und ja, das lässt eigentlich keine Wünsche offen, muss man sagen. Vor allem, da hier auch das Essay vom guten Professor Dr. Markus Stiegelegger wieder geschrieben worden ist. Und das mag natürlich auch wieder einiges heißen. Limitierungsnummer haben wir natürlich keine, aber man muss sagen, das ist wirklich ein absoluter Nischentitel. Das ist total Special Interest. Ja, und das dürfte sicherlich auch einige meiner Zuschauer durchaus erfreuen, dass es diesen Film jetzt in dieser ansprechenden Veröffentlichung gibt, in 4K und auf Blu-ray. Und ich muss auch sagen, hier die Innengestaltung finde ich auch schon mal sehr schön mit einem durchgehenden Motiv, ja, sehr schön gestaltet. Was man, Kamera Obscura, die tun ja, wenn sie Bildmaterial haben, die tun das gerne verfremden und ziehen dann wirklich einen kompletten Stil durch. Und der ist hier natürlich auch auf der Disc zu finden, hier auf der UHD, ja. Und auch wirklich, ja, sehr ansprechend gelabelt. Sehr zurückhaltend, muss man sagen, dafür, dass man hier dann doch einiges zu sehen bekommt. Und auf der anderen Seite haben wir dann quasi auch nochmal so ein Motiv, aber hier dann doch, wie man sieht, auch komplett anders gestaltet. Also nicht nochmal das gleiche Motiv. Die Disc ist natürlich auch, ja, wie die UHD auch sehr, ja, ansprechend schlicht gestaltet mit schönen Farben und so weiter. Man hätte natürlich hier auch ein paar Nackedeis drauf machen können, aber geht vollkommen in Ordnung. Und auch allgemein so von der Verarbeitung her ist eingewebt, das Booklet. Ja, ist natürlich auch, muss ich sagen, sehr ansprechend. So allgemein, ja, die Verarbeitung kann sich echt sehen lassen. Und wie schon gesagt, die Farbgestaltung, die wird sich jetzt durch das komplette Booklet hier durchziehen. Ja, und Sweet Gwendoline. Just Jacqueline auf der Suche nach einer masochistischen Ästhetik. Und ich weiß nicht, ob ich euch den Trailer empfehlen soll. Schaut ihn euch an. Auf jeden Fall steckt da schon eine Menge Masochismus drin. Diese Art von Film, die wird man in der heutigen Zeit, in dieser politisch korrekten Zeit, so in dieser Form nicht mehr erblicken. Außer das sind vielleicht Filme so wie Caged oder so, die sich dann doch ein bisschen mehr wagen. Ja, aber ansonsten ist das ein Film, ja, der schon gewisserweise auch ein Relikt seiner damaligen Zeit ist. Und auf jeden Fall muss ich sagen, ist das hier wirklich schön arrangiert. Ich finde das sehr schön von der Farbgestaltung, ja. Und wie man es natürlich vom guten Dr. Stiegelegger kennt, setzt er natürlich sich sehr ausführlich mit dem Film auseinander, ja. Mit der Figur Gwendoline, mit allgemein den Themen, die in diesem Film drinstecken, ja. Und das finde ich sehr ansprechend gestaltet. Also auch von den Bildern her ist es sehr zurückhaltend. Legt den Film rein und ihr bekommt dann wirklich einiges an nackter Haut geboten. Ja, und hier ist natürlich auch noch was in Extras angeboten, weil die wurden von der Blu-ray von Severin Films übernommen. Wobei man da sagen muss, dass nur die HD-Version war ungeschnitten. Alle anderen Veröffentlichungen hatten in anderen Ländern schon so Zensurprobleme gehabt. Da wurde schon einiges rausgeschnitten. Und dann haben wir natürlich hier auch noch einen Auszug halt aus der Comic-Vorlage. Ja, und die ist natürlich so eingefügt, finde ich natürlich auch ganz cool, ja. Und wie ihr natürlich seht, ja, Bondage. Ja, und das findet ihr im Film auch so wieder. Mit diesen Amazonen, also total abgefahren, muss man sagen. Und das Ganze natürlich hier auch schön in Deutsch. Also muss ich sagen, das ist wirklich eine sehr schöne Dreingabe. Das wertet das Mediabook hier deutlich für mich auf, ja. Und wie man sieht, es hat auch eine gewisse Ästhetik. Deswegen weiß ich nicht, ob die Indizierung von Ausgabe 140 heutzutage noch eine großartige Relevanz hat, ja. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall sehr schön ausgefallen. Also ich muss sagen, gefällt mir richtig gut, dieses Mediabook. Es ist schlicht, es ist zurückhaltend gestaltet, ja. Anders, wenn man den Film einlegt, ja. Aber wirklich sehr toll. Also ich muss sagen, das ist eher wirklich so ein Geheimtipp für Freunde von spezieller gewisser Erotik, die eine wirklich schöne Ästhetik hat. Und da Just Jacqueline ja auch Emmanuel und die Geschichte der Uhr inszeniert hat, weiß man schon, was man hier vorgesetzt bekommt. Ich muss sagen, ich finde diese Mediabuchveröffentlichung sehr gelungen. Wirklich sehr gelungen. Die bekommt auf jeden Fall von mir gute 4,5 von 5 Punkte. Kann ich eine klare Empfehlung aussprechen, ja. Natürlich nur für diejenigen, die natürlich mit dieser Art von besonderer Erotik, ja, etwas anfangen können. Aber ich muss sagen,
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dieser Veröffentlichung und freue mich auch dann, mir erstmal diesen Film dann auch wirklich zu Gemüte führen zu können und ihn auch zu genießen und das nicht nur alleine. Ja, ihr könnt natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie euch diese Mediabook-Veröffentlichung so findet, ob das ein Film für euch wäre, ob ihr Gwendoline denn kennt, könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß hier mit dieser Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video zu Gwendoline in der Mediabook Cover C-Variante aus dem Hause Kamera Obscura. Auf jeden Fall sehen wir uns natürlich dann wieder zu einer weiteren Produktvorstellung, Unboxing-Video oder vielleicht zu irgendeinem anderen Video. Lasst euch überraschen hier auf Lord Gamgam Fool, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.